Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play. Dort Showdown, genau. Wir machen heute wieder weiter. Beziehungsweise mache ich heute erstmal weiter mit vorher aufnehmen. Also im Vorhinein aufnehmen, das wollte ich sagen. Also wenn ihr die Folge seht, keine Ahnung, sind gerade schlechte Zeiten oder so. Und ich habe keine andere Folge parat. Na gut, wir machen uns heute auf nach Yokohama wieder und klappern die letzten Missionen ab. Letzte Folge hatten wir einen schönen Ford Mustang. Was nehmen wir denn heute? Nehmen wir den Scion. Den habe ich gerade Lust. Und zwar nehmen wir den in der Ätnis-Lackierung. Und dann gucken wir doch mal, dass wir die letzten Missionen auch noch zu Ende bekommen. Da müssen wir rüberspringen, okay. Der Skion sieht irgendwie ganz cool aus. Ich weiß auch nicht, der hat was. Schade eigentlich, dass die Dinger nicht in Deutschland verkauft wurden. Aber naja, dafür haben wir andere tolle Autos. Hat er eigentlich Heckantrieb oder Allrad? Er fühlt sich fast an wie Heckantrieb. So, machen wir das. Wieder richtig. Ach ja, ich muss mich auch entschuldigen. Das ist mir kurz nachdem ich die letzte Aufnahme beendet habe, aufgefallen. Ich habe Scheiße gelabert. Und zwar habe ich ja gemeint, dass ich schon Missionen gemacht hätte. Auch bei Better Sea, aber die Missionen waren eigentlich hier. Aber wie gesagt, das wurde alles wieder zurückgesetzt. Deswegen macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Wollte es nur mal gesagt haben. So, wir müssen hier irgendwie hin. Und dann irgendwo springen. Da, okay. Ich hab gedacht, das langt. Hat's leider nicht. Wie kommen wir denn da hoch? Ist mir ernsthaft, wie kommen wir da hoch? Ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Ach, hier, okay. Sehr schön. Ah, schön. 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 gut. Haben wir die Mission auch. Müssen nochmal hier irgendwo springen. Oder haben wir es noch nicht gepackt? Vielleicht. Weiß es gerade gar nicht. Wo sollen wir da springen? Ich weiß es nicht. Motor sieht auf jeden Fall cool aus von dem. Auch wenn wir den eigentlich gar nicht sehen sollen. Da vorne kommen wir auf jeden Fall da irgendwie rüber. Okay. Und. Ach, da, okay. Ne, das ist doch da, wo wir eben gesprungen sind. Hat es nicht gelangt. Jetzt hat es gelangt. Sehr schön. Also durch die Container. Container. Da ist ein Container. Oh, wir hätten die andere Richtung fahren sollen. Um beide mitzunehmen. So, genau. Oh, die geht auch ganz gut ab, das Gion. So. Uah. Ups. Scheiße. Jo, irgendwas kaputt machen. Okay. Scheint wieder irgendwelche Zäune. Tatsächlich. Uah. Oh, ein Paket angesammelt. Gar nicht beabsichtigt. So, Hooligan. okay, nochmal Doppeldonuts. Um den Truck. Und es stehen drei Trucks da. Super Spiel.
Nehmen wir natürlich auch den schwersten, weil wir sind ja Pros, wissen wir ja. Wie ihr seht, also. Das muss man erstmal so hinbekommen, ja. So, durch. Ach, Slalom, okay. Kurze Unterbrechung. Okay, weiter in 3, 2, 1. Boah, weil ich jetzt gerade auch nicht, was da war. Aber naja, irgendwas war da und ich habe gedacht, es kommt jemand rein. War aber doch nicht so. Umso besser, können wir schön Donuts machen. Und wer mag schon keine Donuts? Okay, es sieht hier fast schon aus, als hätte er doch Allrad. Ja, es sieht ziemlich nach Allrad aus. Fertig dafür aber ziemlich direkt. Gefällt mir. So, wir müssen wieder da hoch. Sehr schön. Wo ist hier die Zufahrt? Hier auf jeden Fall nicht, aber hier haben wir noch ein Paket. Das nehmen wir doch gerne mit. Okay, hier sollen wir irgendwie springen. Wir müssen dafür aber erstmal da hoch. Ich glaube, hier irgendwo. Ja, da ist die Rampe. Sehr schön. Ein großer Sprung für die Menschheit, ja. Gut, wir sammeln jetzt noch das Paket da vorne ein. Und dann repariere ich mal das Auto. Genau. Was sich auch richtig gelohnt hat, weil ich jetzt wieder alles kaputt mache. So, okay. Hat er sich, glaube ich, auch wieder zurückgesetzt, komplett. So, oh, der Helikopter fährt hier also die ganze Zeit. Dem geht nicht der Sprit aus oder so. Okay. Dem wird aber irgendwann bestimmt langweilig. Naja. Gut, Trefferspin auf dem Quadrat. Zuerst, irgendwann hatten wir mal ein Dreieck, jetzt haben wir ein Quadrat. Haben wir ein bisschen aufgerüstet von den Seiten her. Können uns jetzt vier Seiten leisten, nicht nur drei. Oh, Tatsache. Quadrat. Boah, der Drehzahlbegrenzer bei dem klingt ja pervers. Hilfe. Drifte um die Ecke, wieder so eine tolle Beschreibung. Wo ist denn unsere Ecke? Na gut, Topspeed könnte ein bisschen mehr haben. Fühlt er sich fast schon langsam an. Oh, unsere Ecke ist da. Auch drum gedriftet, was soll das? So, geht doch. Zeige einen Doppeldreher im Hafen. Im Hafen, bestimmt im Hafen. Wir fahren gleich ins Wasser und dann drehen wir uns da. Gut. Haben wir das auch? Springe über die Anhängerplattform. Gerne doch. Oder so. Das hat ja gut geklappt. Sind aber auch von einem doofen Winkel ausgekommen. Machen wir nochmal. Das wäre fast schief gegangen. Und er hat es auch noch nicht anerkannt. Sehr schön. Warum denn auch? Deshalb. Dann halt nochmal. Ich glaube, wir dürfen nicht hängen bleiben oder so. Oh, Scheiße. Ja, setz mich zurück. Dann halt nicht. Motor ist ausgegangen, okay. Dürfen echt nicht hängen bleiben. Es ist schwerer, als es aussieht. So. Geht aber. Zeige einen Doppeldonut.
Das ist ein cooler Kran. Oder eher Gabelstab, der ein riesig. Cool. Doppeldreher auf den Containern, okay. Müssen wir wieder hochkommen. ja, erstmal hängen bleiben. Gut, und dann hier hoch. Ah, hier oben, okay. Haben wir natürlich auch nicht allzu viel Platz, aber das sollte gehen. Ja. Ja. Wir haben schon ein paar Missionen, das ist echt so. Gut, dürfen wir hier noch lang. Oder auch nicht. Ich würde sagen, wir machen es wie in der letzten Folge, dass ich hier beim Container Yard jetzt komplett alle Missionen mache und dann machen wir in der nächsten Folge nochmal so eine kleine Doppelfolge, wo wir dann die restlichen 10 Missionen jeweils noch fertig machen. Ich glaube, das passt dann. So, da vorne noch einen kleinen Dreher. Na gut, es war. So. Das zählt wahrscheinlich nicht, weil wir überhaupt nicht mehr darunter sind. Also nochmal ansetzen. So. Hinter dem Gabelstapler driften machen wir auch gerne. War. Okay, hier. Cool. Um einen Gabelstapler. Okay, da können wir nicht den benutzen. Schade. Da kommen wir nicht lang, Marcel. Ist eine Sackgasse. Oh, ups. Da war ein Truck im Weg. Ah, da, okay. Ah, das geht auch flüssig. Sehr schön. Produktplatzierung, genau. Doppeldreher auf dem Steg. Steg? Steg, okay, da oben. Nicht das T-Bone. Aber gut, oh, das war unser Spoiler. Spoiler Alert. Wie kommen wir da hoch? Die ewige Frage. Ah, hier oben, okay. Hier. Okay. Na, das geht. Sehr cool. Und wieder runter. Kommt, werden wir zurückgesetzt? Ja, werden wir. Muss ich es nicht manuell machen? Und wir haben wieder ein schönes Auto. War mittlerweile auch schon schön dreckig, aber. Naja. Ach, scheiße, wir sollen jetzt da vorne driften. Oder? Nee. Doch, okay. Gut, dann Doppeldonut um das Containerloch. Das Containerloch. Alles klar. Klingt wie irgendwie so ein komischer. Keine Ahnung, so eine. Wie sollen wir hier einen Donut rummachen? Was zum Geier? Oder sollen wir einen riesigen Donut oben drauf machen? Das ist das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte. Aber selbst das, wie soll das dann gehen? Okay, ich versuch's einfach mal. Oh, anscheinend geht's doch, okay.
Ja, okay, meinen Sie das sogar? Drifte auf den Container an Dächern. Ich nehme noch gerade das Ding hier mit. Und fall runter. Warum auch nicht? Was macht man nicht alles für so ein komisches Achievement-Ding, was man eigentlich gar nicht einsammeln möchte insgesamt, aber naja. Gut, oh, das ist auch schon das Letzte. Für heute dann. Wir müssen irgendwo nach da hinten, okay. Dupdi-dupdi-du. Top Speed ist echt nicht so toll. Ach, da oben. Oh. Oh! Noch ein Schild. Haben wir schon 20 von denen. Oh. Genau das wollte ich. Warteschleife, was ist das denn für ein Achievement? Beziehungsweise für ein, ja, sag mal, ich habe aber auch ein Talent dafür, irgendwie hier abzukacken, oder? Müssen wir hin? Da, okay. So, jetzt ganz vorsichtig. So, hier, okay. Von wo aus fahren wir denn am besten? Ich glaube, von hier. Ah, das war kein schöner Drift. Hat er auch nicht gezählt. Das war dagegen schon richtig schön. Ja, und damit will ich auch sagen, wir haben hier eigentlich eine ganz coole Kulisse. Ja, war's das für die Folge? Ah, so ist geil. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Jetzt rutscht aber bitte nicht ab, Auto. Ansonsten, wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Tipps, Tricks und sonstiges habt, immer in die Kommentare damit. Jo. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr mir auch ein Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das war's dann aber von mir. Bis dahin, euer TR15, aka der Fossibär. Tschö.